Guten Morgen. Dein Himmel schafft oder im Namen Jesu, komm ich nicht hier. Und ich danke dir für das neuen Tag. Ich danke dir für deine Leben und für deine Güte. Und ich bete dir, Herr, dass du uns redest. Halb uns, dass wir dein Wort verstehen. Ja, von uns ein Reich schaffen und Wort. Und mach uns fähig, die zu gehorchen und die zu leben im Namen Jesu. Amen. Gott ist so gut, Gott ist so generisch, Gott ist so barmherzig. Das sagst du im Vers 18 von Micha 7. Wo ist ein Gott wie du, Herr? Du vergibst denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind und verzeihst ihnen ihre Schuld. Du bleibst nicht für immer zornig, sondern lässt Gnade vor Recht ergehen. Daran hast du gefallen. Also die rechte Strophe seiner, dort jeder, wenn sie nicht sind, starb. Aber Gottes, der Gottes Synoden, der Stadt, wird Jesus Christus, jedoch auf dem Kreuz verzeiht Gott unsere Schuld und jeft uns nie die allein hat. Also Gott hat durch uns, je volle, je nötig zu sein, sagt er. Ja, der Herr wird wieder Erbarmen mit uns haben. Und unsere Schuld auslöschen. Er wirft unsere Sünden ins tiefste Meer. Also Gott lasst die Schuld ut. Und dann steht, sagt er, hey, denkt den nicht mal mehr. Also wenn wir dann die Schuld von anderen, ihr denkt, nicht ganz verzeihen, sondern den an unserem Hort heulen, dann haben wir nicht richtig. Wenn es Gott behält, dort nicht. Er lascht dort ut und wirft unsere Sünden ins tiefste Meer, sagt er. Das macht wir mit anderen nennen, was wir uns gefehlt haben. Herr, du wirst uns, den Nachkommen Abrahams und Jakobs, vom Neuen deine Treue und Gnade erweisen, wie du es unseren Vorfahren geschworen hast. Gott ist sehr gut, Gott ist sehr gnädig, Gott ist sehr barmherzig. Und wenn wir unsere gerechte Strophe verdient haben, ist er gnädig. Und wenn wir Buße tun und uns vertrauen auf Jesus sagen, verzeiht er unsere Schulden, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und haft war da erbarmen mit uns und haft Freude an uns gedet. Denn Herr, ich danke dir für deine große Genut. Ich danke dir für deine große Liebe. Und ich bete im Namen Jesu Christi, dass du uns einfach deine Leib in die Not verstehen lässt. Und dass wir wirklich deine Güte annehmen, ganz in Anspruch nehmen, was du für uns hast, Herr, im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.